Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute am Heiligen Abend, da begeben wir uns mal mitten in der Nacht auf Schatzsuche. Wir wollen nicht nur Weihnachten neu erleben, sondern wir wollen Weihnachten neu entdecken, nämlich für uns selber entdecken. Wir betätigen uns als Jäger des verlorenen Weihnachtsschatzes. Wir machen uns auf die Suche, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Das Problem ist ja, dass die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten heutzutage komplett verschüttet ist und wir uns erst durch viele Schichten durchgraben müssen, wie so ein berühmter Archäologe auf der Suche, was Weihnachten eigentlich bedeutet, und bis wir den verlorenen Weihnachtsschatz dann irgendwo entdecken und bergen können. Weihnachten ist wie mit dem stille Postspiel vergangener Kindergeburtstagsfeiern. Der Erste flüstert dem Zweiten einen Begriff ins Ohr, den der Zweite an den Dritten weitersagen soll und so weiter. Der Letzte sagt dann ganz laut das Wort, das er zuletzt verstanden hat. Und weil die Leute heute schlecht reden und noch schlechter zuhören, hat das meistens am Ende mit dem Begriff, der am Anfang gesagt wurde, gar nichts mehr zu tun. Was die meisten Menschen heute mit Weihnachten verbinden, da steht ganz am Ende eines stille Postspiels. Und da tauchen diese Begriffe auf, wie Weihnachtsmann, Geschenke, Weihnachtsgans, Familie, Kerzenduft, Wintermärchen, Schnee, Tannenbaum, Glühwein, Weihnachtsmarkt, Festtagsbrunch, Corona und hoffentlich auch Gottesdienstbesuch. Mit den ursprünglich auf die Reise geschickten Begriffen hat das alles nichts mehr zu tun. Meine Frau und ich verbringen in der Weihnachtszeit, wenn wir mal gemeinsam zu Hause sind, die Zeit oft auf dem Sofa und schauen uns sehr beruhigende, sehr zweitklassige Weihnachtsfilme an. Meistens weiß man anhand des Vorschaubildes schon ungefähr, worum es gehen wird, was passieren wird. Und ich sage mal, es ist wirklich entspannend, wenn du weißt, das Ende wird gut, dann kannst du dir das viel entspannter angucken, als wenn du weißt, da ist irgendwas Spannendes und ich weiß gar nicht, ob ich mich freue danach, ob ich das jetzt geguckt habe oder nicht. Also, für den Weihnachtsstress sehr zu empfehlen und sehr entspannend, wenn man die Ansprüche nicht ganz so hoch setzt. Beispiel gefällig: begabte junge Ärztin aus New York ertappt vor Weihnachten den schmierigen Verlobten beim Fremdgehen mit der blöden Blondinen, fliegt traurig ins Verschneite nirgendwo zu ihren knuffigen Eltern im bunten Weihnachtspulli, die Weihnachten lieben, obwohl sie, die Heldin des Films, Weihnachten hasst. Sie trifft dort auf ihre ehemalige große Liebe aus vergangenen College-Zeiten, der inzwischen Witwer mit drei bezaubernden Kindern ist, während er nebenbei mit dem Vorschlaghammer im durchgeschwitzten Muskelshirt alte Häuser restauriert und sich mitfühlend um seine kranke Mutter im Rollstuhl kümmert, während ihm seine aufreizende Nachbarin ungewollt nachstellt. Zutaten für solch einen typischen Weihnachtsfilm sind schöne Menschen, mehr oder weniger, romantische Irrungen und Wirrungen wie immer, fast immer schneit es irgendwann, fast immer trägt irgendeiner einen komischen Weihnachtspulli, man schmückt den Baum, man fängt irgendwann an zu singen oder zu tanzen, küsst sich unter Mistelzweig, weiß erst nicht, ob es der oder die Richtige ist, berät sich dann mit dem schrulligen Freund oder der besten Freundin und am Ende, da steht dem großen Glück nichts mehr im Wege. Was fehlt diesen ganzen Weihnachtsfilmen? Weihnachten. Deshalb begeben wir uns heute miteinander auf Schatzsuche. Wir betätigen uns als Jäger des verlorenen Weihnachtsschatzes und wir machen uns auf die Suche, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Und wir graben uns Schicht um Schicht in die Tiefe, um den Weihnachtsschatz zu heben. Zuerst, da legen wir gewohnte Traditionen erstmal beiseite. Für euch heute hier gehört der Gottesdienst zu einer liebgewonnenen Weihnachtstradition. Ich freue mich darüber, ich lobe euch,
aber ihr sollt auch wissen, ihr gehört langsam zu einer aussterbenden Gattung, zu einer rühmlichen Ausnahme, zu einer baldigen Minderheit. Und dann ist Weihnachten für viele auch das Fest der Befürchtungen. Reicht das Essen? Schmeckt es allen? Haben wir auch an die Veganer gedacht? Wie kommen denn die Geschenke an? Gibt es das alljährliche Weihnachtsdrama, auf das alle gespannt warten? Wie sehr fehlen uns die Menschen, die heute der himmlischen Lobpreisband über die Schulter blicken und im Himmel mitsingen dürfen? Legen wir auch diese schwere Schwarze beiseite und graben uns da hindurch. Und dann ist Weihnachten auch das Fest der Schönheit. Es wird geputzt, es wird geschmückt, es wird gebügelt und gesaugt, bis alles rein und persilweiß ist. Wir machen es hell und gemütlich, Kerzen duften und leuchten überall und die Lichterkette ist richtig smart in diesem Jahr. Aber manchmal ist das auch nur pure Fassade und eine Schicht, die uns den Blick auf das Wesentliche versperrt. Auch das müssen wir ablegen und beiseite legen, damit wir den Weihnachtsschatz ganz neu entdecken. Okay. Weihnachtspulli hatten wir ja eben schon, ne? Okay. Und dann finden wir ihn, ganz unten, den, mit dem alles begann, Jesus, der heute zu uns kommt, damit wir zu Gott kommen können. Jesus is Christmas, heißt dieser Pulli. Ich zeige ihn mal etwas dichter. So sieht's aus. Und den schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Jesus is Christmas, Jesus ist Weihnachten. Jesus ist Weihnachten. Er ist der Schatz, den wir jetzt miteinander heben wollen. Er ist the reason for the season, auf Deutsch, er ist der Grund für diese ganze Feierei in diesen Wochen. Er ist der Grund, weshalb wir heute feiern. Er ist der Grund von Weihnachten und all dessen, was wir daraus gemacht haben. Weihnachten geht es um Jesus, nicht um den Baum, obwohl er schön aussieht in diesem Jahr, wunderschön, nicht um die Geschenke, obwohl wir uns darüber freuen sollen, es geht nicht um das Essen, obwohl es uns schmecken soll, nicht um die Familie, die wir alle lieb haben sollen, sondern es geht um Jesus. Denn Jesus ist treu, steht da als erstes. Er ist das Geschenk Gottes an uns, denn er bleibt, wenn alle Geschenke ausgepackt, das Papier entsorgt und die Freude darüber verklungen ist. Jesus ist treu und er bleibt treu und er war es immer. Er verlässt uns nicht in der ersten Krise, sondern hält zu uns und er steht bei uns. Jesus ist treu, ihn wollen wir heute feiern. Und Jesus ist der Morgenstern, the Morning Star. In Offenbarung 22, 16 heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Auch wenn gerade Dunkelheiten auf deinem Leben liegen, und vielleicht ist das in diesem Jahr gerade besonders schlimm, da möchte Jesus dir heute ein Licht aufgehen lassen. Er kommt als Licht der Welt in die Welt, um diese Welt und dein kleines persönliches Leben ein wenig heller und hoffnungsvoller zu machen. Keine Dunkelheit ist so tief, dass das Licht der Liebe Gottes da nicht hineinleuchten können mit seinem heilenden Licht. Jesus ist der Morgenstern und ihn wollen wir heute feiern. Und Jesus ist der Friedefürst. Frieden auf Erden. Wenigstens Weihnachten könnte es doch mal so sein. Weihnachten könnten noch mal die Waffen schweigen, oder? Einmal hat das nachweislich geklappt. Der 24. Dezember 1914 war ein klarer Tag, noch relativ am Beginn des Ersten Weltkrieges. Der ständige Regen hatte im Gegensatz zu uns hier
aufgehört und vereinzelt waren an der Frontlinie noch Schüsse zu hören. An weiten Teilen der Westfront in Flandern kam es dann am Heiligen Abend zu spontanen Verbrüderungen zwischen Deutschen und Engländern. Mutig kletterten die Ersten aus den Schützengräben, nachdem sie ihre Gegner Weihnachtslieder haben singen hören. Zuerst sehr vorsichtig und mit spürbarer Anspannung natürlich, begannen sie dann miteinander zu reden. Dann kamen ein paar Soldaten auf die Idee, Tannenbäume zu schlagen oder was weiß ich, und ein Gestrüpp zu nehmen und schön zu machen. Sie packten Weihnachtspäckchen aus der Heimat aus, sie teilten Zigaretten und Zigarren und den ein oder anderen Schnaps mit Sicherheit auch. Am Weihnachtsmorgen nahmen die Briten die Deutschen dann unter Beschuss mit einem Fußball, mit dem sie dann wie wild rumspielten. Und es wurde gekickt und gekichert, gelacht und erzählt, zugeprostet und gefeiert. An anderen Frontabschnitten taten es Konservendosen oder mit Draht umwickelte Stroh. Weihnachtsfrieden mitten im Krieg, feiern mit denen, die gestern noch Feinde waren und in ein paar Tagen wieder aufeinander schießen würden, denn so kam es dann. Aber nicht an Weihnachten. Nie mehr sollte solch ein Ereignis wieder stattfinden. Und trotzdem zeigt dieser Friede, welche Kraft von Weihnachten, welche Macht vom einfachen Gespräch zwischen Menschen und welcher Friede von dem Kind aus der Krippe eigentlich ausgehen kann. Wir wünschen uns diesen Frieden in diesen Tagen so sehr und bitten Gott immer wieder darum und wollen nicht müde werden, das zu tun. Jesus ist der Friedefürst in den großen und in deinen kleinen persönlichen Kämpfen. Ihn wollen wir heute feiern. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Weinstock, steht da. Er ist the wine, der Weinstock. Was Wein mit Glühlampen zusammen, weiß ich jetzt nicht, ist auch egal. Wie die Glühlampen hier an der Lichterkette alleine nicht leuchten können. Wenn man sie abnimmt, können sie nicht leuchten. Sie müssen an der Lichterkette hängen bleiben. So können auch wir nur leuchten und Licht in diese Welt bringen, wenn wir an Jesus dicht dranbleiben, ihn festhalten, seine Nähe suchen, mit ihm leben, auch wenn gerade nicht Weihnachten ist. Allein bist du nur ein kleines Licht, jeder von uns, ich auch. Aber wenn du dich an Jesus hängst und mit ihm verbunden bleibst, dann wird dein Licht leuchten oder besser, dann wird sein Licht, das Licht der Welt, da ist genug Licht da, dann wird sein Licht durch dich herausleuchten und alle werden es sehen. Und Jesus ist der gute Hirte mit einer Zuckerstange als Hirtenstab. Der gute Hirte, der selbst im finsteren Tal deine Hand nicht loslässt, der dich auf den richtigen Weg führt, wenn du selber nicht weißt, was der richtige Weg für dich ist, der dir alles gibt, was du zum Leben brauchst und der auch dann noch für dich da sein wird, wenn dieses Leben einmal hinter dir liegt und du zusammen mit den Engeln und allen, die dir vorausgegangen sind, Gott im Himmel loben kannst. Jesus ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Er ist der Schatz, den wir dieses Jahr Weihnachten ganz neu heben wollen, den wir ergreifen heute, den wir heute feiern und den wir jeden Tag, den wir erleben, festhalten wollen. Weihnachten heißt, Gott hat ein Ohr für unsere Sorgen, eine Hand, die uns auch in schweren Zeiten führt und gibt uns eine Hoffnung, die über alle Dunkelheiten und Ängste unseres Lebens weit hinausreicht. Gott hat uns nicht vergessen, nicht einen Tag, nicht eine Stunde, nicht eine Minute, nicht eine Sekunde. Deshalb wurde er zu Weihnachten Mensch, damit wir unser Leben ab jetzt an seiner Seite führen können. Christ, der Retter, er ist da für dich, hier und jetzt. Das ist die beste aller Nachrichten und die sollen wir weitersagen. Nicht leise flüsternd, sondern so laut, dass alle es hören und sich von Herzen darüber freuen können. Denn Weihnachten geht es um Jesus. Und Weihnachten ganz neu zu entdecken, heißt, ihn ganz neu,
Weihnachten ganz neu zu entdecken, heißt, ihn ganz neu zu entdecken, zu ergreifen und für immer festzuhalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.